nausea, aber in der Nase, an der Nase. Na, schau mal. Ah, ja. Kunst. Wissen. Thank you.
Stehen, jetzt muss ich mal schauen. Also nur Musik. Aber also die Musik, eigene Musik. Eine Knocksart-Musik. Wegen dem Richte. Der Kunst 11. September, 11. Wenn man 16.11. im Jahr 2000 haben wir den Sieg etwa. Alles wiedergeben. Ich muss ja noch was fragen. Ja. Ich komme davon, steh drauf. Aber ich habe Brille. Überall kann ich lesen. Ja. Aber was ist überall? Radio Knockshausen. Knockshausen? Ja, ja. Was verbirgt sich hinter diesem Knockshausen? Der ist eine reine Erfindung, oder? Fixhausen. Fixhausen, ja, sozusagen. Ja, das, der Knabe, der. Ja, 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 der verbirgt sich dahinter. Der verbirgt sich dahinter, oder? Sagen wir mal. Ja, der hat sich dieses. Ja, sozusagen schon, doch. Ich habe mich beim Bayerischen Rundfunk mit dem Dings beworben, habe mal versucht, ob man da reinkommt, aber es ist wie bei Kafka. Null geht nichts ohne Connection, ohne Beziehung. Und dann haben wir gedacht, naja, okay, dann halt nicht. Und jetzt habe ich meine Radio Knockshausen Station in Burghausen, da komme ich her. Da habe ich aufgemacht, ja, mache ich so Kabarett und Multimedia-Shows und so. Wie viele Stunden am Tag? Ja, das ist ein Fenster, oder? Die Welt, auf die ich sende, das sind noch CD-Welten, also keinen, nicht über den Äther. Die oder haben Sie zwei Stunden, wo Sie dann. Nein, nein, ich habe noch keinen richtigen Radiosender. Das ist natürlich, kommen wir als Parodie. Haben Sie das bei der Landeszentrale schon beantragt? Nein, ich habe ja, ich mache ja nicht über Funk, sondern über das Kabarett, über die Bühne. Also ich spiele. Achso, das ist also hier nicht mit Radio Knockshausen. Noch ist es eine Satire, noch ist es kein richtiges Radio. Der Titel der Satire. Ja. Aber es ist auf den Brettern. Auf den Brettern. Ja, auf dem. Präsent. Ja, ja. Also nicht virtuell. Darf ich Sie mal einladen als Ehrengast zu Radio Knockshausen? Ich mache immer am Sonntag um 20 Uhr so eine kleine Kaffee. Das Risiko groß, nicht, dass dann die Staatsregierung da. Bitte? Nicht, dass Sie dann die ganzen Abend Staatsregierung runterreißen. Nein, nein, ich mache es. Ich mache es. Ja, das ist so. Ich mache so, also mit Überblendprojektoren und Musik. Also das ist alles programmiert und mache so Shows und zeige die fantastischen Veränderungen der Welt. Die natürlich sehr surreal sind. Also ich bin ein Maler. Ist das Einmann-Klärung? Ja, schon. Ja, so ist Einmann-Show. Mit der Ansicht, immer Ehrengäste einzuladen, zum Beispiel im Mai will ich den Dr. Edmund Steurer einladen, der ist mir ja aber schuldig. Ich habe eine der CD gemacht, wo mein Papa ist, und habe Materialien verwendet, wo das versprochen, was er nicht halten kann, das darf, verspricht sich ja immer. Weg gefördert wird und so, und ja, das hat er mir was versprochen. Es ist mir gelungen, dass ich doch mit ihm schon geredet habe. Lade ich Sie ein, ja? Und wo? Was ist Ihre... Salvatorplatz-Ministerium. Ja, wunderbar. Gut, danke, da schreibe ich Ihnen einen Brief. Ja, ja, ich bin ja im Internet drin. Okay? Ah, danke. Hallo, wie geht's? Jetzt wird mir auch. Thank you.
Sam, darf ich Sie auch mal, darf ich Sie auch was fragen? Ja, French. Ja, Entschuldigung. Das ist gut, das will ich aber nicht. Ich komme von hier. Über Radio Knockshausen. Ja? Überall. Ja? Was ist jetzt das? Ich bin das. Ja, was soll das sein? Radio Knockshausen. Das ist ein Mikrofon. Und das, da nehme ich jetzt einen Moshammer auf. Das ist doch toll. Gell? Ich wollte schon ewig lang zum Moshammer mal in den Laden kommen, aber leider hat sich im Haus der Kunst läuft mir weg. Warten Sie mit zu mir, mein Kind, ich mache Ihnen so Sendungen im Podcast. Kommt doch nicht damit zu meinen eigenen Sachen, wo soll ich denn sonst über den Rumsausen? Wo ist totaler Gasthoppler? Ja, Telefon. Da wird man gefotzt von, geprügelt von der Kunst. Au! Schwerer Weg bis man. Ja. Ja, ja. Wie werden Sie gerne gemalt? Bin ich ein Maler, Herr Moshammer. Sind Sie ein Maler? Wer das? Ja, ich nicht gerne mal. Die malen mich alle auswendig. Auswendig? Ja. Ich stelle mich nirgends hin und lasse mich malen. Sie lassen sich nicht malen? Nein, nein, die Geduld habe ich nicht. Aha. Alles Gute. Ja. Darf ich mal zu Ihnen, darf ich mal zu Ihnen kommen in den Laden? Was? Besser gekreischt. Ach so, dann kreischen sie wieder. Ah ja. Jetzt geht los. Das ist doch schon mal gut. Auf so karte Art will ich ja im wahren Leben ja gar nicht kommen. Aber das freut mich auch gut. Thank you.